Ja, dann ein bisschen früher als erwartet, Herr Geisel. Herzlichen Glückwunsch, sage ich schon. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, ist noch ein bisschen verfrüht. Genau. Wir hatten Sie ja gebeten und vielen Dank, dass Sie das auch angenommen haben, sich mal hier vorzustellen, auch für die Aufzeichnung nochmal. Wir werden gleich in die Fragen einsteigen, also gleich in die harten Wahrheiten und Inhalte und versuchen herauszufinden, was Sie sich denn so vorstellen für die kommenden mindestens ja 2 Jahre oder vielleicht, mal gucken. Ja. Dementsprechend, ich frage mal vorher die Wortmeldungen ab, damit wir schon mal wissen, wer sich denn alles meldet. Macht ihr einfach eure Fähnchen hoch. Genau. Du wolltest du auch nicht noch? Zweite Runde. Gut. Dann wissen schon, es gibt mehrere Runden jetzt. Ich fange gleich mal an, das Recht des Versammlungsleiters. Große Debatte, Tempelhofer Feld. Ihr Vorgänger hat ja federn lassen müssen, ist jetzt trotzdem regierender Bürgermeister demnächst wahrscheinlich und hat aber Lehren aus dem Tempelhofer Feld und aus dem Debakel und um den Volksentscheid für den Senat angekündigt. Jetzt haben Sie gesagt, Wohnungsbau ist Ihnen wichtig, Wohnungsbau muss passieren, auch im Zweifel gegen den Willen der Anwohner beziehungsweise mit mehr Nachdruck, um es mal diplomatisch auszudrücken. Das ist meine Frage natürlich, was für Lehren ziehen Sie denn aus dem Tempelhofer Feld? Wie wollen Sie denn mit den Beteiligungen oder mit der Bürgerbeteiligung, mit den Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner umgehen, wenn Sie sagen, wir müssen jetzt bauen? Das jetzt gleich so mal als Frage. Also auch ohne Eingangsstatement, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich die Möglichkeit habe, mich hier vorzustellen. Gegen den Willen der Einwohner habe ich natürlich nicht gesagt. Also ganz ausdrücklich nicht. Bürgerbeteiligung ist ein enorm wichtiges Thema in dieser Stadt und gerade weil die Abstimmung zum Tempelhofer Feld so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, werden wir daraus Lehren ziehen müssen. Ich habe gesagt, ich bin bei Bürgerbeteiligung ein Suchender. Ganz ausdrücklich ein Suchender, weil wir Formen der Bürgerbeteiligung finden müssen, die die Menschen auch ernst nehmen und bei der wir von Seiten des Landes Berlin auch am Anfang den Menschen sagen müssen, was kann man tatsächlich entscheiden, welche Entscheidungskompetenzen sind da und welche Einflussmöglichkeiten sind da. Ich will das gerne mal ein Beispiel erläutern. Die meisten Baugenehmigungen im Land Berlin werden auf der Grundlage des Paragraphen 34 Baugesetzbuch erteilt. Das heißt also, hergeleitet aus der näheren Umgebung. Einfamilienhaus neben Einfamilienhaus, Theater neben Theater, Hochhaus neben Hochhaus etc. Und der Paragraph 34 gibt dem Bauherrn, dem Antragsteller, aber einen Rechtsanspruch. Und wenn wir die Bürgerbeteiligung beginnen, mit den Anwohnerinnen und Anwohnern berechtigterweise über Brachen reden, ich sage mal berechtigterweise, weil Berlin Wohnung braucht, und in dieser Bürgerbeteiligung Regelungen finden, uns miteinander vereinbaren, dann aber zu der Situation kommen, dass der Bauherr sagt, oh, ist total interessant, ich habe aber wirtschaftliche Interessen und ich habe im Übrigen hier einen Rechtsanspruch, dann ist es schwierig, den Anwohnern hinterher zu sagen, ach, wir haben es nicht so gemeint. Das heißt, wenn wir die Bürgerbeteiligung wählen auf der Grundlage des Paragraphen 34 Baugesetzbuch, dann müssen die Menschen auch vorher wissen, auf welcher Rechtsbasis wir das eigentlich machen. Dass es also ein Goodwill-Prozess ist. Das ist bei Bebauungsplanverfahren anders. Bei Bebauungsplanverfahren ist das rechtlich geregelt, dass wir eine entsprechende Bürgerbeteiligung durchführen. Aber auch da klafft einfach eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das ein Beispiel des IKEA-Möbelhauses an der Landsberger Allee erzählen. Da hat die Welt drüber gesprochen, die Welt ist übertrieben, die Lichtenberger Welt. Berlin hat darüber gesprochen. Und wenn man heute sieht, wie viele Menschen dort einkaufen gehen, interessiert das sehr viele. Ein großes Bauprojekt, 3-stelliger Millionenbetrag. An der Bürgerbeteiligung haben sich 34 Menschen beteiligt. Verschwindend gering. Und meistens ist es bei Bürgerbeteiligung so, wenn ich zu lang werde, stoppen Sie mich einfach, ne? Aber meistens ist es bei Bürgerbeteiligung so, dass wir in den großen Tageszeitungen Annoncen schalten und sagen, hier Bürgerbeteiligung, beteiligen Sie sich. Und die Menschen lesen das oder lesen es nicht. An der Beteiligung stellen wir fest, meistens lesen sie es nicht. Und wenn die Bagger dann rollen, kommt die Frage, warum habt ihr uns nicht vorher gefragt?
Und dann sage ich, habt ihr denn nicht am 23. Mai 2013 auf Seite 23 der Morgenpost gelesen, dass wir das euch aufgerufen haben, euch zu beteiligen? Sagen, nee, haben wir nicht gelesen. Also schwierige Situation. Und das heißt, welche Formen der Beteiligung finden wir, die Menschen zu erreichen, die wir erreichen wollen? Und wie schaffen wir ihnen die Möglichkeit, sich zu beteiligen? Das fängt schon bei der Tageszeit einer Bürgerbeteiligung an. Wenn Sie 18 Uhr ansetzen, im Sommer kommen Senioren, junge Familien kommen gar nicht, weil um die Zeit sitzen sie mit den Kindern am Abendbrottisch. Und wenn Sie 18 Uhr im Winter ansetzen, kommen keine Senioren, weil es draußen dunkel ist. Also müssen wir überlegen, da gibt es im Moment ein Pilotprojekt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Internetplattformen für Bürgerbeteiligung genau. einzuführen. Darauf wollte ich auch in der Nachfrage okay. hinaus. Jetzt unterbreche ich Sie, weil, wissen Sie, aus den Erfahrungen... So, und jetzt nochmal zu Tempelhof. Jetzt ganz kurz zu Tempelhof. Ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass Tempelhof in der Abstimmung so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, schmerzt uns besonders deshalb, weil das Tempelhofer Feld ein landeseigenes Grundstück war. Mhm. Und wenn wir bezahlbaren Wohnraum in der Stadt schaffen wollen, schaffen müssen, aufgrund der Zuwanderungszahlen zu überleben, wenn wir die Menschen, die zu uns kommen, unterbringen wollen und die Mietentwicklung einigermaßen noch im Griff behalten wollen, dann geht das nur auf landeseigenen Grundstücken. Und dadurch, dass Tempelhof in der Abstimmung schiefgegangen ist, da gab es viele Ursachen. Mhm. Der Senat war nicht unbeteiligt, auch die SPD war nicht unbeteiligt, das weiß ich. Dadurch, dass das schiefgegangen ist, erhöht sich der Druck auf die anderen landeseigenen Grundstücke und damit entsteht dort der Baudruck. Deswegen habe ich nicht gesagt, gegen den Willen der Einwohner, aber alles soll besser werden, aber nichts darf sich ändern, ist eben in der Stadt auch nicht möglich. Nee, da sind wir uns ja einig, aber wenn Sie nochmal, Sie haben gerade diese Plattform angesprochen, wissen Sie, aus der Erfahrung der Piratenpartei und der Beteiligung in der Piratenpartei kann ich Ihnen sagen, dass der Hauptgrund, warum Leute sich nicht beteiligen an Beteiligungsformaten, ist, dass sie nicht verbindlich sind und nicht die Uhrzeit. Internetplattformen können helfen, gerade bei jungen Menschen. Das ist ja auch sicherlich, wenn es um die wachsende Stadt und um Zukunftsfähigkeit geht, ein wichtiges Thema. Es bleibt der Punkt, dass wenn Menschen nicht den Eindruck haben, dass das, was sie da beraten, auch untereinander diskutieren, tatsächlich von der Politik, von der Verwaltung aufgenommen wird, dann beteiligen sie sich nicht. Deswegen nochmal die konkrete Frage. Sie haben das Projekt angesprochen, Beteiligung am Tempelhofer Feld. Die Online-Plattform, die gestartet worden ist kürzlich, wie, und das weiß ich, dass es ungeklärt ist, wie planen Sie denn genau an dieser Stelle, das ist ja auch ein beispielhaftes Projekt, um Vertrauen in solche Beteiligungsmaßnahmen zu fördern, die Ergebnisse aus dieser Plattform in Verwaltungshandeln, in städtisches Handeln, in die Stadtentwicklung und die Senatspolitik umzusetzen und zu überführen. Weil das ist noch ungeklärt und das führt auch dazu, dass bei so einer Online-Plattform sich weniger Leute beteiligen. Wie gesagt, die Verbindlichkeit ist genau der wichtigste Punkt meiner Meinung nach. Naja, das habe ich versucht vorhin über die Verbindlichkeitsschiene deutlich zu machen. Bei Paragraph 34 wird das nicht funktionieren. Bei Bebauungsplanverfahren ist es natürlich so, dass es rechtsverbindlich ist. Zur Zukunft des Tempelhofer Feldes ist ein sehr ernsthafter Diskussionsprozess in Gang gekommen, der von uns auch ernsthaft betrieben wird. Also da gibt es keinen Zweifel daran. Rückblickend zum Tempelhofer Feld kann man sagen, dass der Masterplan, der aufgestellt worden ist für die Bebauung des Tempelhofer Feldes, nicht unbedingt viel Zuspruch aus der Fachwelt gefunden hat. Das hätte man sicherlich städtebaulich anders machen können, als das der Fall war. Allerdings ist es ja nicht so, dass zum Tempelhofer Feld keine Bürgerbeteiligung stattgefunden hat. Da ist ja über einen Zeitraum von vielen Jahren diskutiert worden. Und deshalb ist der Vorwurf, es hätte keine Bürgerbeteiligung gegeben, sicherlich falsch. Ich habe vorhin gesagt, wir sind dort Suchende an dieser Stelle, um zu entsprechender Verbindlichkeit zu kommen. Was mir nur wichtig ist, ist, wenn man sich an solchen Verfahren beteiligt, Ideen äußert, Meinungen äußert, dann muss man natürlich dann auch für die Folgen einstehen. Also Verbindlichkeit darf es nicht nur für die Seite des Senates geben, sondern Verbindlichkeit muss dann auch auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger bestehen. Da müssen wir ernsthaft in den Dialog kommen. Von meiner Seite kann ich Ihnen nur sagen, dass wir die Debatte aus Erfahrung klug führen. Es ist aber nicht eins, also ich sag mal quantitativ, also Sie können das qualitativ am Tempelhofer Feld festmachen, weil das ein herausragendes Beispiel ist. Quantitativ ist das Problem viel, viel größer.
zum Beispiel für das Kraftwerk Klingenberg in Rummelsburg haben wir ein 2-jähriges Bürgerbeteiligungsverfahren über Internet durchgeführt. Bezahlt worden ist das von Vattenfall, den wir in einem städtebaulichen Vertrag die Auflage erteilt hatten, das zu finanzieren, ohne dass sie selber darauf Einfluss nehmen können. Hat dann nach den 2 Jahren 80.000 Euro gekostet. Mehrere hundert Menschen haben sich beteiligt. War ein vorbildliches Verfahren, auch was die, was den Dialog betrifft. Und das Ergebnis wird breit getragen. Aber Sie müssen dazu wissen, dass wir daneben 50, im Bezirk Lichtenberg, ich rede jetzt immer noch als Bezirksbürgermeister, 50 weitere Bebauungspläne zu laufen haben, für die wir 25.000 Euro haben, insgesamt für alle. Und das ist einfach an dieser Stelle ein Missverhältnis. Und darüber werden wir uns verständigen müssen. Da muss auch das Abgeordnetenhaus sagen, dass dann dafür entsprechend Etat zur Verfügung gestellt wird. Das Abgeordnetenhaus ist der Haushaltsgesetzgeber und muss natürlich dann über den Preis solcher Beteiligungsverfahren entscheiden. Jetzt frage ich Sie doch mal, wenn Sie schon das Beispiel dieses vorbildlichen Beteiligungsverfahrens, das ist die letzte Nachfrage für die Kollegen, für dieses hervorragende Beteiligungsverfahren das schon angesprochen haben, welche Lehren können Sie uns denn jetzt zum Beispiel aus diesem hervorragenden Verfahren mitbringen bzw. erzählen für die Beteiligung über die ja recht klare gesetzliche Grundlage und die Entwicklung des Tempelhofer Feldes? Also wie kommen die Vorschläge dieser Online-Plattform dann in die Umsetzung? Das ist ja die eigentliche Frage, weil wenn Sie sagen, Verbindlichkeit muss in beide Richtungen funktionieren, dann müssen Sie mal in eine Richtung anfangen. Und das wäre der erste Schritt. Also zunächst mal gehört dazu auch die Bereitschaft des Abgeordnetenhauses, die derzeitige Situation zu verändern. Denn wir haben ja im Ergebnis der Abstimmung ein Gesetz, dass in Tempelhof nichts geändert werden darf. Gar nichts. Doch, also ehrlich gesagt ist der Text genau so. Jedenfalls doch, der Text des Gesetzes ist so. Sie mögen das anders interpretieren, aber der Text des Gesetzes ist so, dass sich nichts ändern darf. Und dann muss erstmal auch die Bereitschaft bestehen, was zu verändern. Dass der Senat nach dieser Abstimmungsniederlage jetzt seinerseits sagt, auch wir nehmen dieses Gesetz nicht ernst und von uns der Vorschlag kommt, dort was zu verändern, wird nicht funktionieren. Bürger ernst nehmen heißt dann an der Stelle auch das Ergebnis dieser Abstimmung ernst zu nehmen. Und dann werden wir erstmal einen Dialog darüber führen müssen, dazu bin ich aber durchaus bereit, führen müssen, das Gesetz dann erstmal wieder anzufassen und zu verändern. Dafür braucht es Akzeptanz. Wir können nicht einfach sagen, wir lassen so lange abstimmen, bis wir zum Ergebnis kommen, dass wir doch bauen. Das wird nicht funktionieren. Okay, also ich nehme mit in der Zusammenfassung, dass gerade jetzt diese Plattform zum Tempelhofer Feld dazu gedacht ist, eine neue gesetzliche Grundlage zu erarbeiten für das Tempelhofer Feld und für die Entwicklung. Das wäre schön. So hatte ich das bisher nicht verstanden, aber das ist ja schon mal eine klare Aussage. Also nehme ich mit, Sie sind jetzt in Zukunft der Senator. Jetzt will ich aber will nicht so interpretiert werden. Ich habe es ganz ausdrücklich gesagt, wir sind dort Suchende und gehen in diesen Prozess offen hinein. Der wird offen geführt. Und ich werde einen Teufel tun, hier in dieser Runde schon das Ergebnis dieses Prozesses zu verkünden und zu sagen, mit welcher Zielvorstellung ich dort reingehe. Wir haben eine Abstimmung gehabt, die für den Senat nicht gut ausgegangen ist. Also werde ich doch jetzt nicht anfangen, Ziele zu formulieren, zu sagen, wie diese Bürgerbeteiligung ausgeht. Insofern sagen Sie auch da mit der gesetzlichen Grundlage, die jetzt dort verändert werden soll. Nein, wir werden jetzt einen offenen Dialog führen, was diese Stadtgesellschaft mit dem Tempelhofer Feld anfangen möchte. Und da werden verschiedene Gesichtspunkte abzuwägen sein. Und wenn wir Glück haben, und darauf sollten wir gemeinsam hinarbeiten, ist das ein Beispiel, wie wir Bürgerbeteiligung verbindlicher gestalten, damit die Bürger und Bürger hinterher auch sagen, ja, wir sind beteiligt worden. Denn nochmal, beim Tempelhofer Feld haben wir mindestens 8 Jahre, würde ich jetzt mal so schätzen, 8 Jahre mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen und die haben hinterher gesagt, oh, ihr habt keine Bürgerbeteiligung gemacht. Genau. Also das geht es nicht. Das geht nicht. Wir müssen irgendwann nochmal zu Entscheidungen kommen. Die Diskussion hatten wir hier im Haus ja auch. Also um jetzt das Themenkomplex mal abzuschließen, ich würde als nächstes unserem verkehrspolitischen Sprecher mal das Wort geben, weil er ja auch direkt mit Ihnen zusammenarbeiten wird oder Sie kontrollieren wird. Das ist seine Aufgabe. Also Andreas, bitteschön. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen und ich freue mich schon auf die verschiedenen Runden im Hauptausschuss als auch im Bau- und Verkehrsausschuss, wo wir uns ja begegnen werden. Und ich habe mich ja auch über einen Neustart an der Stelle gefreut, weil da verbindet man ja immer so ein paar Hoffnungen mit. Allerdings wurden die natürlich auch recht schnell wieder, ja, so, sind zum Teil so in sich zusammengefallen. Deswegen meine erste Frage an Sie wäre, welches sind bei Ihnen die Top 3 Themen, die Sie
in der Zukunft angehen möchten und diese vielleicht auch in ihrer Amtszeit in der Legislatur, wenn sie denn bis zum Ende hält, vielleicht auch abschließen möchten und wo findet sich da denn die Radverkehrsstrategie und die Umsetzung und auch Weiterentwicklung unter diesen Top 3 Punkten wieder. Top 3 Themen der Verkehrspolitik? Nee, insgesamt. Okay. Was für Sie da einfach jetzt auf dem Zettel steht und was für Sie einfach wichtig ist. Und dann schließe ich auch gleich noch eine zweite Frage an, und zwar zur A100. Das wird Sie nicht überraschen, dass wir dazu fragen. Und zwar, ich habe auch den Antrag heute gelesen, der ja von SPD und CDU eingebracht wurde, wo es darum geht, dass eben der 17. Bauabschnitt jetzt geplant werden soll, und zwar möglichst zügig, auch aufgrund der, des Erfolges mit dem 16. Bauabschnitt, wobei ich da auch schon gleich die Frage habe, was Sie da unter Erfolg verbuchen, aber mir fallen genau null Gründe ein, warum das ein sinnvolles Vorgehen ist oder ein sinnvolles Vorhaben. Also ich sehe das nicht, dass sich da eine Autobahn an der Stelle mit dem Anschluss bis zur Frankfurter Allee irgendwie mit den Gegebenheiten dort vereinbaren lässt, gerade im Hinblick auf die Erfahrungen, die man mit dem Bau des 16. Bauabschnitts jetzt hat, gerade mit der aktuellen Situation, auch mit den Kleingärtnern und was man dort alles eben verändern muss und wie da auch die Enteignungen stattfinden und so weiter. Planen Sie denn dann eine Autobahn nur für Elektroautos oder wie ist dann sozusagen sind dann die Feinstaubwerte in der Frankfurter Allee noch unter den gegebenen Grenzwerten zu halten? Also bei den Top 3 muss ich Sie enttäuschen. Das Ressort ist einfach zu breit aufgestellt, dass ich das auf 3 Punkte reduzieren könnte. Es gibt einen klaren Top 1 und das ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Erhalt des sozialen Zusammenhalts sozialer Zusammenhalt in der Stadt. Das ist das Thema, was am drängendsten ist. Wir haben in diesem Jahr erstmals geschafft, etwa 20.000 Wohnungen Bau zu genehmigen. Das war eine große Anstrengung aller Berliner Bezirke gemeinsam mit dem Senat. Wenn Sie aber auf die Realisierungszahlen schauen, also was ist dann tatsächlich gebaut worden, hängen wir dort noch ein deutliches Stück zurück. Das hat viel damit zu tun, dass eine Reihe von Grundstücken in Berlin zu teuer verkauft werden unter spekulativen Gesichtspunkten und hat auch was damit zu tun, dass die neue Liegenschaftspolitik hervorragenden Ansatz hat, also nicht im Höchstpreisverfahren zu vergeben, teile ich unbedingt. Aber wenn wir auf die Ergebnisse schauen, stellen wir auch fest, dass relativ wenig Grundstücke an den Markt gekommen sind. Und wenn wir die Realisierungszahlen von Wohnungen erhöhen wollen, und das müssen wir an dieser Stelle tun, dann werden wir stärker mit landeseigenen Grundstücken auf dem Markt arbeiten müssen. Und die Frage, inwieweit Privatleute unter spekulativen Gesichtspunkten kaufen oder verkaufen, ist etwas in den Hintergrund drängen. Wie das im Einzelnen zu machen ist, muss man einfach an der Stelle schauen. Mein Weg wäre dann, landeseigene Grundstücke an den Markt zu bringen. Aber das ist das Top-1-Thema. So, und dann gibt es eine ganze Reihe von Themen, Programm Soziale Stadt. Also wir reden immer über den Neubau, auch ich, aber das Bestandswohnen zu sichern, in hoher Qualität zu sichern, ist ein enorm wichtiges Thema. Der altersgerechte Umbau der Stadt ist ein enorm wichtiges Thema. Wir kennen die Bevölkerungsprognose, wir wissen alle, die Zahl der über 80-Jährigen wird sich in einem überschaubaren Zeitraum verdreifachen. Was bedeutet das eigentlich für den Wohnraum? Was bedeutet das für den öffentlichen Raum in der Stadt? Das ist eine Mammutaufgabe, die dort vor uns steht. Öffentlicher Personennahverkehr, ein drängendes Thema. Leistungsstarker öffentlicher Personennahverkehr ist ein sehr drängendes Thema. Radverkehrsstrategie, da wird mich schon der verkehrspolitische Sprecher Ole Kreins, der ist ja auch mein Kreisvorsitzender vor Ort, nicht aus der Zange lassen, dort an dieser Stelle Druck zu machen, zu arbeiten. Die Stadtmitte muss entwickelt werden. Klimaschutz ist ein Thema. Der energetische Wandel in Berlin ist ein Thema. Und das ist ja auch das Tolle an diesem Ressort, dass es so vielfältig und breit aufgestellt ist. Und mein Ziel ist es schon, neben dem einen Schwerpunkt, den ich formuliert habe, jetzt andere Themen nicht einfach außen vor zu lassen. Deswegen keine Top 3, ein Top 1 und alle anderen Themen sind natürlich auch zu bewegen. Ich will das auch gleich mit den 2 Jahren sagen.
ja, die Legislaturperiode geht für 2 Jahre. Was Sie aber nicht von mir erwarten können, ist, dass ich nur für 2 Jahre plane oder nur für 2 Jahre arbeite. Das wäre eine zu kurze Sicht der Dinge und die Stadtentwicklung ist auf lange Sicht angelegt. Und so werde ich in das Amt einsteigen. Zu der A100. Da war ich ein wenig erstaunt über eine Nebenbemerkung, die ich gemacht habe und welche Wirkung das ausgelöst hat. Das willkommen im Club. Das wird, ja? Also, ja. Ja, habe ich gemerkt. Zum Glück ist es ja dann gewesen, bevor ich Senator wurde. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Verkehrsentlastung in der Innenstadt nur erreichen werden, wenn wir tatsächlich eine Umfahrung der Innenstadt erreichen. Also diese Frage, das Ziel 80% öffentlicher Personennahverkehr, 20% Individualverkehr im Bereich der Innenstadt, werden wir nur schaffen, erreichen können, wenn wir die Möglichkeiten schaffen, den Verkehr auch entsprechend zu bewegen. Und ich halte nichts davon, die Menschen zu zwingen, auf das Auto zu verzichten, sondern es geht darum, eine intelligente Verkehrsstrategie zu entwickeln und die verschiedenen Verkehrsmöglichkeiten individuell und intelligent zu kombinieren. So, dafür brauchen Sie Voraussetzungen. Wenn Sie die verschiedenen, also West-Berlin, Ost-Berlin schauen, ist im Ostteil der Stadt noch die historische Verkehrsstruktur vorhanden. Das heißt also sternlinienförmige Achsen auf das Zentrum zulaufend. Im Westteil der Stadt haben Sie den Autobahnring und dann müssen Sie sich einfach die Verkehrssituation anschauen. Wenn ich zum Beispiel von meinem Wohnort Karlshorst in die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung die Württembergische Straße fahren möchte, dann quäle ich mich durch die Wohngebiete von Karlshorst und Oberschöneweide nach Treptow-Köpenick und staue dort durch die Wohngebiete, bis ich auf der Autobahn bin und von dort dauert es dann vielleicht nach 10 Minuten. Und wenn Sie sich die Verkehrssituation auf der Frankfurter Allee, auf der Landsberger Allee anschauen, dann stellen Sie auch fest, Sie haben einen totalen Stau auf die Innenstadt. Und das werden Sie nicht verändern können, indem Sie den Autofahrern sagen, tut das mal bitte nicht, sondern nur, wenn Sie entsprechende Verkehrswege schaffen. So, und jetzt sagen Sie natürlich berechtigt, dass der Weiterbau einer Autobahn heftige neue Belastung für die Menschen hervorrufen wird, also die an der Stelle einer zukünftigen Autobahntrasse wohnen. Ja, ist so. Gleichzeitig entlasten sie natürlich auch viele Menschen, die jetzt in den Wohngebieten leben, durch die sich der Autoverkehr individuell durchschlängelt, bis er zur Autobahn kommt. Das heißt, sie haben eine Situation einer Belastung, neuen Belastung und entsprechenden Entlastung. Und das ist die Debatte, die wir in der Stadt führen. Das ist so. Aber wenn Sie das Ziel formulieren, die Innenstadt entlasten zu wollen vom Individualverkehr, dann werden Sie dafür Voraussetzungen schaffen müssen. Da gehört öffentlicher Personennahverkehr dazu, aber eben auch die entsprechenden Verkehrswege. So, wir bauen im Moment den 16. Bauabschnitt. Wenn Sie sich die Verkehrssituation am Ende des 16. Bauabschnittes vor Augen führen, an der Elsenbrücke, dann wage ich die Prognose, dass es verkehrlich recht eng werden wird, wenn die Autobahn an dieser Stelle dort endet. Der 17. Bauabschnitt ist mit einer entsprechenden Untertunnelung an der Baustelle Ostkreuz, an dem Bahnhof, bereits vorgesehen. Und wenn sich der 17. Bauabschnitt dann tatsächlich anschließt, und wir werden die Diskussion am Ende des 16. Bauabschnittes bekommen, weil die Anwohner an der Elsenbrücke und die Autofahrer an der Elsenbrücke mit der dann entstehenden Situation nicht glücklich sein werden, wenn sie sich dann das Ende des 17. Bauabschnittes anschauen, das ist an der Möllendorfstraße, da ist der Zugang, die Abfahrt der Autobahn, diese, weiß nicht, ob Sie vor Augen haben, diese Parkhauszufahrt, zweispurig oder dreispurig, dann haben Sie eine ungefähre Vorstellung, was dann an der Kreuzung Frankfurter Allee Möllendorfstraße passieren würde. Und deshalb, ich bin nicht scharf darauf, den 16., 17. Bauabschnitt zu bauen, sondern sage, wenn wir es einmal begonnen haben, dann folgt logischerweise daraus der Ringschluss. Aber das ist kein Thema für die nächsten 2 Jahre. Und die Debatte, die in der Zeitung stattgefunden hat, war, dass ich jetzt dafür wäre, das jetzt in den nächsten 2 Jahren zu bauen oder ich baue die Autobahn oder so. Das ist schlichter Unsinn. Ich weise lediglich darauf hin, dass der Flächennutzungsplan den Ringschluss vorsieht, dass es logisch ist, in diesen Abschnitten vorzugehen und dass ich überzeugt bin, dass die Verkehrssituation
eine entsprechende Folge haben wird. Ob das dann alles Elektroautos werden, muss man mal sehen. Das ist ja eine Aufgabe für viele, viele, viele Jahre. Andreas, Nachfrage? Ja. Dann. Ich muss dann noch mal kurz einhaken und dann können auch die anderen noch fragen. Also ist ganz klar sozusagen Ihre Perspektive, dass sozusagen im Osten der Stadt auch noch mal, sage ich mal, ich weiß gar nicht, wie viel Tausend oder Millionen Kubikmeter Beton sozusagen hingegossen werden, auch mit natürlich gerade für diejenigen, die dann dort auch an der Autobahn dann wohnen werden, entsprechenden Belastungen. Und auch da nochmal die Nachfrage mit den Feinstaubwerten. Ich sehe überhaupt nicht, wie, jetzt haben wir die Situation, dass gerade an den Autobahnabschnitten regelmäßig an vielen Tagen die Schwellenwerte überschritten werden. Und wie soll das gelöst werden, wenn man sozusagen eine Autobahn baut, die ja noch mehr Verkehr anzieht? Und ich sehe das komplett anders. Ich glaube, dass es die falsche Strategie ist, sozusagen es dem Autoverkehr an der Stelle noch einfacher zu machen, auch in die Stadt zu kommen, weil es dazu führen wird, dass noch mehr Autoverkehr einfach insgesamt stattfinden wird. Und das halte ich nicht für eine Zukunftsstrategie für eine moderne Stadt. In anderen Städten wird das gerade zurückgebaut. Da finden ganz andere Strategien statt, um sozusagen die Mobilität der Menschen auch zu ermöglichen. Aber nochmal, also Sie planen sozusagen auch fest mit diesem Lückenschluss und das ist Ihre Strategie am Ende. Gibt es noch andere Themen oder Projekte? Die Grünen haben es Mottenkiste der 50er Jahre genannt, die uns da noch erwarten. Bitteschön. Also ich versuche es jetzt nochmal. Mein Ziel ist nicht, Millionen Kubikmeter Beton zu verbauen, sondern den Individualverkehr aus der Innenstadt herauszuhalten. Ich antworte mal mit einer Gegenfrage. Wie halten Sie denn den Individualverkehr aus der Innenstadt heraus? Glauben Sie, die Menschen fahren dort nicht hin? Ich habe ja die These, die Menschen fahren bereits heute. Wenn Sie sich die Landsberger Allee anschauen mit über 60.000 Fahrzeugen am Tag und die Frankfurter Allee anschauen mit 79.000 Fahrzeugen am Tag und wissen, dass dort zehntausende Menschen an der Straße wohnen und die Feinstaubwerte an der Frankfurter Allee kennen, frage ich mich, wie lassen Sie dann den Autoverkehr dort raus? Also das wäre jetzt die Gegenfrage. Wenn Sie, Sie sagen, ein solcher Ringschluss und andere europäische Städte machen das anders, hätte ich jetzt gesagt, Madrid hat gerade den Ring geschlossen und damit die Innenstadt verkehrsberuhigt oder den Verkehr dort rausgenommen, dann müssten Sie eine Strategie aufzeigen, die dann in der Realität auch dazu führt, dass die Innenstadt nicht mehr mit dem Auto angefahren wird. Und das glaube ich eben an dieser Stelle nicht. Der Schwerpunkt liegt aber auf dem Ausbau des persönlichen Nahverkehrs, des öffentlichen Nahverkehrs und der Schwerpunkt liegt bei der Radverkehrsstrategie. Lassen Sie es nicht, also ich verstehe schon, was das Frage-Antwort-Spiel bedeutet und manches hören Sie nicht, aber ich lege halt Wert darauf, dass der gesamte Komplex damit abgedeckt wird. Aber ich will mich nicht drücken. Nach weiteren Projekten hatten Sie gefragt, dann antworte ich. Ein weiteres Projekt wird beispielsweise der Bau der Tangentialverbindung Ost sein. Auch das ist eine Straße, auch das ist nicht unumstritten, völlig klar. Wenn Sie sich nur vorstellen, eines Tages wird der BER fertig werden. Herr Delius weiß das noch besser als ich, wann er fertig werden wird, aber eines Tages wird es passieren. Schauen wir mal. Ich gehe mal davon aus, eher schneller als langsamer. Dann werden sich die Verkehrsachsen in dieser Stadt verschieben. Ich meine jetzt nicht die Frage, dass die Leute dann nach Schönefeld fahren, um mal schnell nach Mallorca zu fahren oder zu fliegen, sondern die Verkehrsachsen werden sich auch verschieben, was den Wirtschaftsverkehr betrifft. Also eine deutliche Verlagerung in der Stadt. Und dann haben wir ausgedehnte Gewerbegebiete, auch im Nordosten der Stadt, und die werden wir anschließen müssen. Und wir werden für eine entsprechende Verkehrsentlastung sorgen müssen, wenn Sie sich heute die Treskow-Allee anschauen oder die Köpenicker Allee anschauen in Marzahn-Hellersdorf. Dort haben Sie Verkehrsbelastungen, bei denen Ihnen die Anwohner auf die Barrikaden gehen und sagen, wir brauchen an dieser Stelle Abhilfe. Und das muss wohl überlegt sein, aber solche Entlastungsstraßen sind nach meiner Überzeugung schon notwendig. Ja. Aber als ein Teil der Strategie neben Radverkehr und öffentlichen Personennahverkehr. Die intelligente Kombination ist wichtig, nicht die Menschen zu etwas zwingen.
was sie eigentlich nicht wollen. So, zum einen mal möchte ich zurückweisen, dass wir selektiv hören, dass, wie Sie feststellen können, an dieser Kamera wird alles aufgezeichnet und es wird natürlich alles gehört werden. Ich entschuldige mich, war nur so mein Eindruck, er kann natürlich täuschen. Zum anderen möchte ich schon nochmal die Frage in den Raum stellen, ob denn der BER jemals fertig wird. Das ist ja auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Aber das ist tatsächlich ja nicht Ihre Baustelle, sondern die des zukünftigen regierenden Bürgermeisters höchstwahrscheinlich. Ich würde weitermachen mit den Fachpolitikern, wenn das okay ist, in der Reihenfolge, dann halt Wolfram. Hast du noch eine direkte Nachfrage? Na dann aber jetzt. Ja, ganz kurz, und zwar, ich komme aus Steglitz, und da kennen Sie die A103, Schildhornstraße und dann eigentlich den ganzen Komplex. Da ist trotz gebauter Entlastungsstraßen, die vor 20, 30 Jahren gebaut wurden, keine Verbesserung der Nebenstraßen eingetreten. Im Gegenteil, hier ist das noch verstärkt worden. Also möchte ich wissen, teilen Sie denn die Meinung, dass dann Entlastungsstraßen, wenn Sie so ein Beispiel von mir aufgezeigt bekommen, dass das tatsächlich Abhilfe schafft, ob man nicht wirklich auf anderen Wegen arbeiten sollte mit zum Beispiel fahrscheinlosen Nahverkehr, um den attraktiver zu gestalten. Vielen Dank. Super Idee. Müssen Sie bloß noch kurz einen Finanzierungsvorschlag unterbreiten, wie das funktioniert. Kommt im Mai. Super, dann da bin ich der Diskussion völlig aufgeschlossen, stehe ich aufgeschlossen gegenüber. Ich stehe der Diskussion aufgeschlossen gegenüber, wenn Sie einen Finanzierungsvorschlag haben, weil wir ja nicht gerade eine Schublade mit Geld haben, die wir dann rauspacken, sondern wir müssen dann auf andere Dinge verzichten. Und bei solchen Debatten ist es immer gut, Ideen zu haben, aber schwierig, Vorschläge zu unterbreiten, worauf wir dann verzichten müssen, um das finanzieren zu können. Also insofern, ich bin gespannt. Zu Herrn Klaus Brunner. Also ich bin der Überzeugung, dass es keine pauschale Antwort gibt. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, das aus Ihrer Erfahrung sagt, dass es nicht funktioniert. Wenn Sie die A113 in Treptow-Köpenick sehen, welche Entlastung die A113 in Treptow-Köpenick gebracht hat, dann ist das nachweisbar, dass viele, viele tausend Menschen durch diesen Teilabschnitt entlastet worden sind. Insofern muss man sich das an jeder Stelle individuell anschauen und dafür bin ich. Okay, vielen Dank. Dann jetzt Wolfram, bitteschön. Ja, vielen Dank. Wir werden uns wahrscheinlich auch öfter in einer Ausschusssitzung sehen. Ich bin der Sprecher für Stadtentwicklung, aber meine wichtigste stadtentwicklungspolitische Frage ist eigentlich vorhin schon von unserem Vorsitzenden gefragt worden. Ich nehme es also erstmal positiv auf, dass Sie suchender sind nach Formen der Bürgerbeteiligung, die dann auch verbindlichere Möglichkeiten schaffen, die Ideen der Bürger in die Planung aufzunehmen. Ich muss allerdings nochmal nachfragen, Sie erwähnten ja vorhin, dass sehr viele Baugenehmigungen nach dem Paragraph 34 erteilt werden und also ich persönlich habe den Eindruck und würde das von Ihnen gerne wissen, ob Sie das auch so teilen, dass gerade in der Berliner Genehmigungspraxis der Paragraph 34 auch so ein bisschen ausgenutzt wird oder missbraucht wird, um Bürgerbeteiligung auszuhebeln. Denn im Bebauungsplanverfahren sind ja Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten genau vorgeschrieben, während es im Paragraph 34 sehr eingeschränkt ist und nur auf die direkten Nachbarn beschränkt ist, die eben da irgendwelche Belange haben. Und also mein Eindruck ist, dass zum Beispiel bei Fällen wie an der Bernauer Straße zum Beispiel auf dem ehemaligen Grenzstreifen, wo man also gar nicht von einer typischen Nachbarschaft reden kann, weil das also weite Strecken unbebautes Land ist, nachdem der Grenzstreifen da lang gelegt wurde. Und dort werden also Genehmigungen erteilt nach Paragraph 34, wo also gar nicht klar ist, welches die direkte Nachbarschaft eigentlich ist. Und da würde ich Sie erstmal bitten, da zu Stellung zu nehmen. Ich habe noch ein paar Fragen mehr danach. Alles klar, danke. Also Paragraph 34 Entscheidungen sind rechtlich nachprüfbar und werden öfter auch rechtlich überprüft. Rechtlich überprüft von Nachbarn, die dagegen klagen, beispielsweise rechtlich überprüft auch von Bauherren, also die sagen, wir haben aber eigentlich Anspruch auf eine Paragraph 34-Entscheidung, er macht hier ein Bebauungsplanverfahren. Ich würde nur sagen, solche Entscheidungen sind keine Willkür. Diese Entscheidungen werden aber auch von Menschen getroffen und da gibt es in der einen oder anderen Richtung Gerichtsurteile. Deswegen will ich nicht behaupten, dass jede Entscheidung, die nach Paragraph 34 jemals in dieser Stadt getroffen worden war, nicht auch hätte im Bebauungsplanverfahren getroffen werden können. Was die Stadt aber nicht kann,
was kein einzelner Bezirk kann und die Stadt auch nicht kann, ist, wenn es einen Rechtsanspruch gibt und die Situation nach § 34 eindeutig ist, ein Bebauungsplanverfahren zu eröffnen. Bebauungsplanverfahren stoßen natürlich auch an Kapazitätsgrenzen bei der Mitarbeiterschaft und bei der Frage, wie schnell sind Sie in der Lage, solche Verfahren zu betreiben und wann können Sie dann Baugenehmigungen erteilen? Wenn Sie sehr heterogene Situationen in der Stadt haben und dort größere Komplexe bauen oder Hochhäuser bauen wollen oder was auch immer, dann müssen Sie ein Bebauungsplanverfahren durchführen. Notwendigerweise auch, wenn über die daraus schlussfolgernde Infrastruktur gesprochen werden muss, also Schulen, Kindertagesstätten, öffentliche Spielplätze, Grünanlagen etc. Das können Sie mit 34er Entscheidungen nicht sichern. Deshalb ist es sinnvoll, dann in Bebauungsplanverfahren sowas zu regeln mit entsprechender Bürgerbeteiligung und durch einen städtebaulichen Vertrag dann auch entsprechend abzusichern. Ja. Wenn Sie sich aber vor Augen halten, dass in einem einzelnen Berliner Bezirk etwa 3.000 bis 4.000 Baugenehmigungen pro Jahr erteilt werden, dann haben Sie auch die Größenordnung und die Anzahl der Mitarbeiter sehen, die Bebauungsplanverfahren durchführen können, dann sehen Sie, dass Sie die Bautätigkeit in der Stadt komplett lahmlegen würden, wenn Sie ausschließlich auf Bebauungsplanverfahren zurückgreifen würden, ganz unabhängig davon, dass es auch einen Rechtsanspruch gibt, den 34er anzuwenden. Deswegen muss man das an der Stelle klug abwägen. Ich kann nur sagen, in meiner Praxis als Baustadtrat habe ich den 34er, glaube ich, nicht willkürlich eingesetzt. Was uns aber schon bewegt, ist, wie schaffen wir schnell bezahlbaren Wohnraum? Und auch das ist wieder der Punkt, den ich eingangs gesagt habe. Ich bin dort Suchender. Die Berliner sagen, oh, jetzt redet da schon jahrelang über dieses Thema. Nun kommt endlich mal zu einer Entscheidung. Wenn Sie aber Bürgerbeteiligung beginnen, dann können Sie das nicht so huschusch in 14 Tagen, 3 Wochen machen und dann schnell eine Entscheidung treffen, sondern ein Bebauungsplanverfahren ist eben ein geregeltes Verfahren und es braucht 1,5, 2 Jahre an dieser Stelle. Und deswegen bin ich schon dafür, Bebauungsplanverfahren da, wo sie notwendig sind und Paragraph 34 Entscheidungen da, wo sie möglich sind und ein Rechtsanspruch besteht. Vielen Dank. Jetzt vielleicht noch eine weitere Frage, weil unser wohnungspolitischer Sprecher heute leider nicht da ist. Übernehme ich das mal, weil ich ja auch im entsprechenden Ausschuss mitsitze. Nach der Wohnungsbaupolitik zu fragen. Sie sind ja da als Bezirksbürgermeister, muss ich mal loben, schon ganz gut vorangegangen, indem Sie da ein bezirkliches Bündnis mit den Wohnungsbaugesellschaften eingegangen sind. Und welche Ideen haben Sie denn da, das vielleicht auch auf der gesamtstädtischen Ebene zu verbessern? Und vielleicht im Zusammenhang gleich noch eine zweite Frage. Sehen Sie denn eine Möglichkeit oder ist es erstrebenswert, vielleicht auch für die Bestände der Berlin-Novo, für die das Bündnis für Wohnen ja im Augenblick noch nicht gilt, dort zu einer Regelung zu kommen, die dem irgendwie gleich steht. Also der Ehrlichkeit halber muss ich mal sagen, dass ich mir das Bündnis für Wohnen nicht ausgedacht habe, sondern wir haben es aus Hamburg abgeschrieben. Olaf Scholz hat das in Hamburg kreiert und wir haben es einfach mal den Bündnistext aus Hamburg angeschaut und haben den dann entsprechend runtergebrochen und haben im Unterschied zum Bündnis für soziale Mieten des Senats, der das für die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften abgeschlossen hat, ein Bündnis abgeschlossen mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, mit einigen großen Genossenschaften, aber auch privaten Bauherren. In dem gemeinsamen Interesse, Wohnungsbau schnell zu ermöglichen, bezahlbaren Wohnungsbau schnell zu ermöglichen und die Bauherren auch zu verpflichten, die rechtlichen Möglichkeiten, die sie zur Ausschöpfung von entsprechenden Mieten haben, nicht voll auszuschöpfen. Also ein Bündnis für Wohnungsneubau zu schmieden. Das ist dann noch erweitert worden über das Bestandswohnen, weil auch ich gelernt habe in diesem Diskussionsprozess, dass wir beim Neubau immer nur von einigen tausenden Wohnungen reden. Wenn wir mal auf den Bestand schauen, stellen wir fest, dass der Bestand so riesig groß ist, dass wir natürlich ein Augenmerk auf den Bestand haben müssen, die Sicherung der Qualität des Bestandes. Und ich habe vorhin gesagt, altersgerechter Umbau der Stadt. Der altersgerechte Umbau der Stadt wird nicht nur über Neubau funktionieren können, sondern auch über Ertüchtigung des Bestandswohnens. Also das gehört an dieser Stelle einfach mit dazu. So. Welche Lehren kann man aus der Stadt ziehen? Ich habe das vorhin schon erwähnt. Das wird nach meiner Überzeugung
wohl nur über Grundstücke gehen können, indem die Grundstücke des Landes Berlin, die für Wohnungsbau in Frage kommen, den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Aber wir werden auch einen Weg finden müssen, jedenfalls versuche ich dann diese Richtung zu gehen, den auch Genossenschaften entsprechend zur Verfügung zu stellen. Es hat folgenden Grund. Private Bauherren in der Stadt, die unter spekulativen Gesichtspunkten Grundstücke kaufen oder verkaufen, haben das Interesse, diese Wohnhäuser schnell zu errichten, aber auch wieder schnell zu verkaufen. Und unser Fokus muss eher auf diejenigen gerichtet sein, die Wohnungen langfristig in Bestand halten, wie das kommunale Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften tun, weil sie dann auch andere Renditeerwartungen haben. Und um die Baukosten kommen auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und die Genossenschaften nicht herum. Also haben wir die Einflussmöglichkeit, um auf Mieten abzuheben, über die entsprechende zur Verfügungstellung von kommunalen Grundstücken zu arbeiten und mit Partnern zu arbeiten, die die Renditeerwartungen eben nicht in kurzen Jahreszeiträumen haben, sondern das langfristig schauen. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, mein Blick geht in Richtung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und der Genossenschaften und einer Vergrößerung der Realisierungszahl von Wohnungen. Und dort wird die neue Liegenschaftspolitik zu Entscheidungen kommen müssen. Auch das ist wieder so ein Punkt, kommen wir da hin. Die Konzeptverfahren sind total spannend, finde ich gut. Wir stellen nur in den Konzeptverfahren fest, dass wir ja vorher verraten, welches Konzept wir erwarten. Also wir sagen, wir wollen bezahlbaren Wohnungsraum, wir wollen Kitas, wir wollen Nachbarschaftstreffs. Und dann kriegen wir in Konzepten vorgelegt, bezahlbaren Wohnraum, Kitas, Nachbarschaftstreff, Jugendfreizeiteinrichtung, all das, was wir uns vorher wünschen. Und dann eine Diskussion zu führen, die uns dann trotzdem vom Geld wegführt, ist also nicht nach dem Höchstpreisverfahren entscheidet, ist richtig. Die Erfahrung ist nur, ein solches Konzeptverfahren dauert dann immer so 2 Jahre. Und das ist verdammt lang, wenn wir endlich zur Realisierung von Wohnraum kommen müssen. Also wenn wir bei der Zurverfügungstellung von Grundstücken schneller sein müssen. Und dann hatten Sie mich noch zur Berlin-Novo gefragt, da muss ich jetzt mal bekennen, da stecke ich noch zu wenig im Thema drin. Berlin-Novo hat in meinem Bezirk so wenig Wohnraum, dass ich mich mit dem Thema Berlin-Novo noch nicht seriös beschäftigen konnte. Deswegen muss ich die Antwort jetzt hier an der Stelle offen bleiben. Also die kann ich Ihnen erst nachreichen, wenn ich mich mit dem Thema intensiver befasst habe. Das ist ja auch nur legitim im Übrigen. Also Info, Berlin-Novo ist eigentlich keine Wohnungsbaugesellschaft. Ich kenne die Berlin-Novo. Ich sollte ist schon, es ist schon, ja, ich, man, ja, das ist eine Definitionsfrage. Jetzt könnte... Eine hast du noch? Eine kleine Nachfrage vielleicht noch, aber das ist eigentlich in ähnliche Richtung, aber das Thema sozialer Wohnungsbau ist ja in Berlin immer ein heißes Thema. Und derzeit leistet sich ja Berlin wieder so ein kleines Förderprogramm. Allerdings ist nach unserer Einschätzung die Förderkulisse mit ca. 1000 Wohnungen pro Jahr so gering, dass eigentlich mehr Wohnungen aus dem System sozialer Wohnungsbau rausfallen durch Auslaufen der Förderung, als da neu reinkommen. Haben Sie da irgendwie konkrete Ideen, an diesem Modell noch was zu ändern, außer dem, was Sie bis jetzt schon erwähnt haben? Oder gibt es da noch weitergehende Überlegungen, gerade jetzt in Richtung geförderter Wohnungsbau? Naja, das größte Wohnungsbauförderinstrument, was wir gegenwärtig haben, sind die niedrigen Zinsen. Wenn die Zinslage anders wäre, würde wesentlich weniger in der Stadt gebaut und wir würden über ganz andere Dinge reden müssen. Gerade weil die Zinslage so ist, wie sie ist, bin ich ja unzufrieden mit der Anzahl der realisierten Wohnungen und sage, wir müssten eigentlich jetzt schneller zum Zuge kommen oder schneller bauen, solange die Wohnungsbaugesellschaften, die Genossenschaften oder private Bauherren noch die wirtschaftliche Möglichkeit haben, aufgrund der guten Zinsbedingungen schnell zu bauen. So, das ist der erste Punkt und ich glaube auch der wichtigste. 1000 Wohnungen pro Jahr zu fördern ist wenig, da gebe ich Ihnen recht. Da sind größere Zahlen oder werden größere Zahlen sicherlich besser. Wir müssen aber auch im Auge haben, dass der bisherige soziale Wohnungsbau, der nicht zu
einem geringen Teil zu der hohen Verschuldung Berlins beigetragen hat, heute der ist, der verrückterweise mit den höchsten Mieten verlangt. Und das werden wir nicht so hinnehmen können. Und das heißt, bevor wir zu der Frage kommen, die Anzahl von 1.000 Sozialwohnungen pro Jahr, also Förderung für 1.000 Sozialwohnungen, noch weiter zu steigern, sehe ich eine große Dringlichkeit dabei dafür, die Mieten bei den Sozialwohnungen entsprechend zu entlasten und abzusenken. Und das wird Berlin eine Menge Geld kosten. Und deshalb bin ich vorsichtig mit Aussagen, dass man die Förderung für 1.000 Wohnungen noch weiter steigern könnte. Da wird der Kollege Kollatz-Ahn ein wenig in die Kasse schauen müssen, wie viel da noch da ist. Wenn wir die Sozialwohnungen entsprechend in den Mieten absenken können und die 1.000 Wohnungen fördern und dann noch Spielraum besteht, bin ich sofort dabei, die Anzahl zu erhöhen. Klare Aussagen. Dann mache ich es jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn, einfach von hier vorne. Pavel, bitteschön. Ja, wir werden uns zukünftig wahrscheinlich hauptsächlich beim Energiethema, also ich sitze in der Enquete-Kommission unter anderem energiepolitischer Sprecher, wirtschaftspolitischer Sprecher und hätte zu dem ganzen Thema Wohnung und Neubau, aufgrund, weil ich auch im Beteiligungsausschuss sitze, auch noch eine ganze Menge zu sagen, auch zu den ganzen Kostenstrukturen dort und so. Das können wir aber vielleicht bei anderen Gelegenheit nochmal vertiefen. Was ich jetzt mal fragen wollte, weil sich das mittlerweile fast zu so einer Art Steckenpferd entwickelt hat. Aber es gibt mal so politische Themen offenbar, die werden von Legislaturperiode zu Legislaturperiode weitergereicht, ohne gelöst zu werden. Und eins davon scheint die Zukunft des ICC zu sein, wo ich jetzt fast das Gefühl habe, dass offenbar das jetzt auch wieder an die nächste Legislaturperiode weitergereicht werden soll. Ich habe gehört, dass schon zu Zeiten von Herrn Sarrazin das Ganze ein Thema war und seitdem, wie gesagt, man eigentlich einer Lösung nicht näher gekommen ist. Und ich sehe, dass es war am Anfang, als wir eingezogen sind ins Haus, ein Thema und jetzt sind 3 Jahre vergangen und der Stand ist unverändert, außer dass es jetzt keine Nutzung mehr gibt und dieses Haus vor sich hinrottet. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Symbol und irgendwie mutig, egal was man tut. Wird niemand glücklich. Also es, meiner Meinung nach gibt es keine praktikable Lösung dafür. Und jetzt sollte ich hören, wie Sie das Ganze sehen. Werden Sie das auch, dieses Problem mithelfen, einfach über die Legislaturperiode zu schieben und an mögliche Nachfolger weiterzureichen? Oder haben Sie vor, da vielleicht mit einer Lösung herbeizuführen? Und wenn ja, welche Lösung halten Sie denn für machbar oder realistisch oder erstrebenswert? Ja, das ist eine klare Frage. Ja, wir hatten jetzt in den letzten Tagen ja eine Diskussion zu einer möglichen Nutzung des ECC mit... das können Sie gleich auch mal bewerten, bitte. Naja, wir brauchen halt Flüchtlingsunterkünfte. Aber das haben wir festgestellt, auch dafür eignet sich das ICC nicht. Und das ist das Problem, vor dem wir stehen. Wenn wir eine Nutzungsidee hätten für das Gebäude, dann würde es dort relativ schnell vorangehen. Unser Problem ist, dass wir keine Nutzungsidee haben. Wir hatten ja auch mal in der vergangenen Legislaturperiode die Diskussion Rache für den Palast der Republik soll gesprengt werden. Davon bin ich nicht getrieben. Ich halte das in der Tat, Sie haben es gesagt, für ein Symbol der Stadt und deshalb denke ich, dass, also ich bin jetzt nicht von Abrissplänen durchdrungen, sondern wir brauchen eine sinnvolle Nutzung. Wir haben gegenwärtig eine Untersuchung auf Verkaufsflächen in der Umgebung und möglicher Kaufkraft in der Umgebung. Die Frage, kann man das mit das ICC mit Verkaufsflächen versehen, ohne in der Umgebung allzu negative Auswirkungen zu haben. Mit den Verkaufsflächen ist das so eine Sache. In Berlin gibt es schon eine ganze Menge davon, man hungert nicht und
eigentlich ist an vielen Stellen schon vieles vorhanden. Und das ist das Problem, von dem wir dort reden. Und der Bauzustand des Gebäudes wird inzwischen nicht besser. Und halten Sie sich. Ich halte die Diskussion zur Nachnutzung des ICE für sinnvoll, ICC für sinnvoll, halte aber. Habe im Moment keine, muss das offen sagen, habe im Moment keine tragfähige Idee, das Gebäude in dieser Größenordnung zu nutzen, weil vor allem die Größenordnung die Frage ist. Ich stecke da ehrlich gesagt auch noch zu wenig im Thema drin, kenne auch die Untersuchungsergebnisse noch nicht. Ich glaube, die liegen noch gar nicht vor. Dann muss ich sie mir noch anschauen, um zu bewerten, was dort möglich ist. Gut, die neue vielleicht kurz. Aber wir haben, ich sage nur, wir haben nicht nur das ICC, wir haben auch mehrere Standorte in der Stadt in solcher Größenordnung, für die wir Nachnutzung brauchen. Flughafengebäude, Tempelhof ist so ein Thema, wo uns im Moment die Idee fehlt. Auch das Gebäude, ehemaliges Ministerium für Staatssicherheit, dann Deutsche Bahn in der Frankfurter Allee, 100.000 Quadratmeter, die leer stehen. Also all das sind Themen, die uns bewegen, Leerstand, für die wir aber in der Größenordnung noch keine Nachnutzung haben. Gut, vielleicht sagen dazu noch, ein Problem ist jetzt auch durch ein paar Erklärungen unter anderem oder Aussagen von Herrn Wobereit in der Presse jetzt im Nachgang bekannt geworden. Das ist ja speziell beim ICC, gab es ja auch Verhandlungen mit Investoren, wo man den Investoren auch die im Haushalt stehenden 200 Millionen angeboten hat und offenbar das so unattraktiv ist, die Immobilie, dass selbst mit 200 Millionen das für Interessenten eher unattraktiv war. Und das, was diese letzte Studie ja zeigt, ist, dass die einzige Nutzung, bei der man am wenigsten drauf zahlt, die jetzt die des Einkaufszentrums ist, nur halten Sie das politisch für vermittelbar, dass das Land ein Einkaufszentrum mit mehreren hundert Millionen subventioniert. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und gut, also Sie sehen da jetzt auch, ich sag mal, um das zusammenzufassen, eher keine schnelle Lösung am Horizont. Ich kenne den Fall nicht, aber ich kenne im Moment auch keine Ideen zu einer sinnvollen Nutzung. Und das ist ja das Problem, was uns schon seit Jahren umtreibt. Ja, also ja, wir hätten vielleicht letzter Punkt denken, darüber nach, den Vorschlag zu unterbreiten, der im Übrigen von Herrn Sarrazin stammt, dort an dieser Stelle einen Eichenwald zu pflanzen, als konstruktive Idee. Ein Eichenwald. Ein Eichenwald. Oder wir reißen es ab und bauen ein sozialen Wohnungsraum hin. Herr Delius, wenn ich Ihnen da, also wäre eine schöne Idee, aber allein ein Abriss des ICC wird so teuer, dass, wenn Sie es dann umrechnen auf die Baukosten für Wohnungsbau, dass die Mieten dann so umgerechnet kaum bezahlbar sein werden. Deswegen, also auch das ist Teil des Problems. Herr Geisel, auch ohne jetzt Wortklauberei betreiben zu wollen, haben Sie noch gesagt, Sie müssen sich damit erst beschäftigen. Wir beschäftigen uns eine ganze Weile schon damit. Und das Problem beim sozialen Wohnungsbau und den Mieten ist das Wirtschaftlichkeitsgebot und nicht, wo man baut. Herr Lauer, Christopher, willst du als Nächster? Bitte schön. Ja, ich hatte mir drei Sachen aufgeschrieben, was Sie vorhin zum Tempelhofer Feld gesagt haben. Mhm. Und was ich da immer ein bisschen schade finde, ist halt so, dass halt dann immer getan wird, als könnte man da jetzt nicht mehr machen, weil es ein Gesetz gibt. Wir haben ein Unendlichkeitsverbot, wir können jederzeit Gesetze abschließen. Wir wissen nur, dass es halt öffentlich im Moment nicht opportun ist, wenn es gerade ein erfolgreiches Volksbegehren gab. Mhm. Ich finde es aber immer schade, wenn man jetzt so tut, als wäre man überhaupt nicht in der Lage, dort am Tempelhofer Feld irgendwas zu machen. Nur mal so als Hinweis. Also ich glaube, das würde der Debatte auch ganz gut tun, wenn man jetzt irgendwie nicht das also diesen Volksentscheid jetzt so als Ding nehmen würde, dass jetzt ganz viele Sachen nicht gehen. Ne? Mein dänischer Immobilienfonds
bei dem ich Mieter bin, der hatte sich das auch anders vorgestellt, konnte man auf der Webseite in den Prospekten auch schon sich alles ansehen. Aber gut, das gibt es jetzt halt nicht, aber es ist auch nicht so, dass wir da nicht nochmal irgendwie ein Gesetz machen können. Was Herr Baum angesprochen hat mit dem Was tun, ja klar, oder auf Ihre Frage hin, was tun mit Feinstaub, klar, wir könnten den Ring dicht machen, fände ich persönlich nicht schlecht, aber dann bräuchte es halt eine politische Mehrheit dafür, aber es ist ja jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Wir Piraten fordern ja auch zum Beispiel sowas wie einen fahrscheinlosen ÖPNV. Es gibt andere Städte auf der Welt, die, weiß ich nicht, einen öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen hinkriegen, mit einer Taktung, weiß ich nicht, 5 Minuten, weil sie da ganz ausgeklügelte Systeme haben. Das ist ja jetzt alles kein Ding der Unmöglichkeit. Und zur Frage mit dem Geld, nur der eine Satz, was ich halt in dem ersten Haushalt, den wir 2012 gemacht haben, sehr beeindruckend fand, war, dass wir natürlich in den Haushaltsverhandlungen gesagt bekommen haben, es gibt kein Geld. Und dann ist der Flughafen nicht fertig geworden. Und dann gab es auf einmal 400 Millionen Euro, die Herr Nussbaum noch gefunden hat. Also ich denke, da müssten wir uns auch mal irgendwie alle ehrlich machen, auch als Politik. Das ist natürlich immer für die richtigen Projekte und wenn man es ordentlich verargumentiert bekommt, immer Geld geben. Also ich meine, wir parken alleine bei unseren, und das ist ja auch ein Lieblingsthema von unserem Finanzpolitiker, dem Herrn Herberg, und auch zum Beispiel von Herrn Esser von den Grünen, wir parken ja alleine 7 Milliarden Euro bei unseren landeseigenen Betrieben. Ne? Und also so zu der Frage Geld und wie macht man es und wie macht man es nicht. Eine Frage, die ich jetzt aber noch an Sie hätte, dann eben als Senator für Stadtentwicklung. Was mich als Innenpolitiker eher rumtreibt, ist die städtebauliche Kriminalprävention. Also die Frage, wie baut man eigentlich Projekte so oder wie gestaltet man den öffentlichen Raum, ist ja immer wieder Thema Alexanderplatz, immer wieder Thema auch am Görlitzer Park. Wie gestaltet man öffentlichen Raum eigentlich so, um Tatgelegenheiten auf ein Minimum zu reduzieren? Und da wäre dann halt meine Frage, ist es eigentlich bei der Innenverwaltung? Bei der Innenverwaltung sitzen aber genau 2 Leute, die sich darum kümmern für halt eben die ganze Stadt. Was wird da von Ihrer Seite aus kommen? Also wollen Sie da, sag ich mal, auf Konfrontation mit dem Innensenator gehen oder nicht? Und der ganze zweite Komplex, was uns im Innenausschuss natürlich auch immer wieder beschäftigt, Sicherheit in der BVG, Sicherheit in der U-Bahn insbesondere, wo mir ja mal jemand von der BVG von der Sicherheit gesagt hat, ja klar, gib mir irgendwie 6.000 Leute, die lasse ich hier in einem Schichtbetrieb über alle Bahnsteige und so laufen und dann hast du hier dein Personal. Ist ja übrigens auch so, ich weiß nicht, ob Sie die BVG-Sicherheitsberichte kennen, dass die meisten BVG-Kunden ja auch sagen, sie würden sich mehr Personal wünschen, dass die BVG sagt, wir lassen mittlerweile unser Putzpersonal häufiger über die Bahnsteige putzen, damit es ein sogenanntes latentes Sicherheitsgefühl gibt. Und dann kommen wir hier immer einmal im halben Jahr, ich will das jetzt nicht marginalisieren, aber es ist natürlich zynisch, kommen wir hier immer einmal im halben Jahr zusammen, wenn es wieder irgendeine Schlägerei gegeben hat, wenn wieder jemand irgendwie fast tot geprügelt oder tot geprügelt wurde und sagen, Mensch, das ist aber ganz schlimm, wie konnte das nur passieren? Und dann wird die Kameraüberwachungszeit nochmal verlängert. Jetzt sind wir bei 48 Stunden, dann werden es in der nächsten Legislatur vielleicht 72 oder so. So, die Frage also, städtebauliche Kriminalprävention und Frage, Geld für richtiges oder wichtiges Ausgeben, könnten Sie sich denn vorstellen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt wieder Manndeckung bei der BVG auf den Gleisen, insbesondere bei der U-Bahn. Vielen Dank. Bitte schön. Zum Tempelhofer Feld will ich Ihnen sagen, natürlich kann man das Gesetz ändern. Nur die, was mich bei der Abstimmungsdiskussion gestört hat, war, ich will mal so anfangen, hinterher ist man immer klüger. Natürlich wäre es klüger gewesen, einen tragfähigen Kompromiss mit möglichst vielen Fraktionen im Abgeordnetenhaus hinzubekommen und hätten wir das Ergebnis gekannt. Ja, wir hätten Sie wahrscheinlich auch gesagt. Wäre das klüger. Also das Tempelhofer Feld ging ja nicht nur in der Abstimmung um den Masterplan. Auch das Thema bezahlbarer Wohnraum ist dann nicht ganz offen
diskutiert worden, auch von Seiten der Kritiker, sage ich mal, nicht ganz offen diskutiert worden. Wenn Sie auf die Baukosten schauen, dann stellen Sie fest, dass eben Neubau immer teurer ist als Bestand. Und dann zu argumentieren, wie die Durchschnittsmiete in Berlin ist und dass dann Neubau teurer ist, das fällt natürlich leicht dann zu mobilisieren. Aber an die Volksabstimmung mit der Meinung heranzugehen, oh, jetzt lassen wir abstimmen, dann haben wir ein Gesetz und wenn es uns recht ist, dann ändern wir das Gesetz nächstes Jahr, das ist nicht die Haltung, die ich habe. Das ist möglich, ja, könnte man tun, aber ich glaube, nach einem solchen Ergebnis sollte man mir liegt jetzt das Wort seriöser auf der Zunge, das will ich gar nicht so sagen, aber sollte man mit einer gewissen Demut herangehen. Und deswegen führen wir auch die Debatte über Bürgerbeteiligung am Tempelhofer Feld und die Frage, was wird daraus, anstatt jetzt einfach das nächste Gesetz aus der Tasche zu ziehen und zu sagen, oh, habt ihr abgestimmt, machen wir jetzt trotzdem anders. Also wir müssen schon ernsthaft mit solchen Ergebnissen umgehen und auch die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und deshalb, ja, es ist möglich, ein neues Gesetz zu machen. Ich glaube aber nicht, dass es so zeitnah möglich ist. Und ich glaube auch, dass dort ein längerer Dialog vorher notwendig ist. Städtebauliche Kriminalprävention ist ein Thema, was uns umtreibt. Ich glaube gar nicht, dass das im Moment ein Kapazitätsproblem mit den zwei Mitarbeitern bei der Innenverwaltung ist. Es ist im Moment ein Problem, dass die zwei Mitarbeiter immer noch zu wenig gefragt werden. Die Polizei ist nämlich in der Stadt, in den Bezirksämtern unterwegs und wirbt für die städtebauliche Kriminalprävention und wirbt dafür, fragt uns einfach mal. Und es ist durchaus sinnvoll, diese Frage zu stellen. Und wenn die beiden Mitarbeiter dann total überlastet sind, dann kann man sich überlegen, ob man noch einen dritten oder vierten nimmt. Aber das ist jetzt wirklich nicht das Personalproblem in der Stadt. Städtebauliche Kriminalprävention ist aber nach meiner Überzeugung absolut sinnvoll. Wir haben dort eine längere Debatte auch mit der Polizei zu dieser Frage geführt, wie reduziert man Angsträume? Also wo fühlen sich Menschen unsicher und was kann man tun im öffentlichen Raum, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass solche Angsträume nicht entstehen oder runtergeschnitten werden, wie jetzt zum Beispiel im Görlitzer Park, dass der Bezirk jetzt die Büsche, die Angsträume offensichtlich hervorrufen, jetzt erst runterschneidet, ist ein Zeichen dafür, dass man über städtebauliche Kriminalprävention, wenn man das mal bei der Parkgestaltung so sieht, vorher nicht nachgedacht hat. Also ich finde, das sollte bei der Gestaltung öffentlicher Räume durchaus ein Standardpunkt sein. Den halte ich für absolut sinnvoll. Zur Sicherheit in den U-Bahnen. Naja, Videoüberwachung führt offensichtlich nicht zu einer größeren Sicherheit. Die Schläger, ja, ich habe damit nicht gesagt, dass Videoüberwachung sinnlos ist. Ne? Also es ist schon wichtig, die Täter dann auch dingfest zu machen. Und dafür dient Videoüberwachung. Aber die Schlussfolgerung, dass Videoüberwachung Menschen davon abhält, andere Menschen zusammenzuschlagen, geht offenbar in der Praxis nicht so auf. Für die Tatverfolgung ist es allerdings nützlich. Was die BVG-Mitarbeiteranzahl betrifft, naja, ist auch sicherlich wäre das sinnvoll. Auch mehr Polizei ist sinnvoll und mehr Mitarbeiter für die Bürgerämter ist sinnvoll. Und wenn wir die überalterte Verwaltung in Berlin anschauen, werden wir auch bald keine Baugenehmigungen mehr erteilen können, weil die Mitarbeiter in großen Teilen in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Da brennt es an allen Ecken und Enden. Und das Schwierige, was wir miteinander verhandeln müssen, ist, an welchen Stellen nehmen wir welche Besetzung vor und was bezahlen wir an der Stelle. Die Liste der Dinge, die wir tun wollen, wollen das ICC abreißen und durch einen Eichenwald ersetzen, wird das auch nicht ganz, naja, habe ich so verstanden, auch nicht ganz preiswert. Also wir haben viele, viele Projekte, die wir uns alle wünschen und mehr Personal für die BVG gehört dazu. Unstrittig fände ich auch gut. Zum Schluss muss es in einem Landeshaushalt, in einem finanzierbaren, ausgeglichenen Landeshaushalt zusammenzufügen sein. Das ist die eigentliche Kunst. Das vorhin schon gesagt, jeder von uns hat mindestens sofort 10 Ideen, wofür mehr Geld ausgegeben werden sollte. Woran es mir mangelt, ist auch sofort 10 Ideen aus der Tasche zu ziehen, an denen wir Geld sparen sollten. Und das ist aber die eigentliche Diskussion, die wir führen sollten. Wenn Sie das können, nur zu. Aber das ist die Debatte, die wir immer führen wollen, wenn wir führen müssen, wenn wir sagen, 6.000 Mitarbeiter für die BVG mehr. Also wir haben die Debatte jetzt schon mindestens zweimal ausführlich geführt. Wir haben schon zwei Haushalte in dieser Legislaturperiode verhandelt und von daher, das wissen wir. Geht ja um die Prioritätensetzung. Ja.
mein Vorschlag war, anstelle des ICCs Wohnungen hinzustellen, im Übrigen. Aber das ist mal das Problem mit dieser Beteiligung, dass man sich dann auch verstehen muss. Fabio ist als nächstes dran, bitteschön. Ja, dankeschön. Geisel und ich, wir kennen es ja schon so ein bisschen, nicht nur aus dem Hauptausschuss. Aus der Flüchtlingsdiskussion zum Beispiel. Bezirksausschuss, Flüchtlingsdiskussion und von diversen Kita-Eröffnungen in Lichtenberg. Ja, deswegen habe ich jetzt sozusagen auch nochmal zwei lokale Fragen an Sie. Das eine ist, ich bin, gut, wir hatten das Thema jetzt schon in fast zu Genüge, aber trotzdem die Besetzung der Kleingartenkolonie aufgrund dieser Bauarbeiten an der 100 Baustelle ist jetzt interessanterweise genau an meiner üblichen Joggingstrecke und ich war dann halt die Gelegenheit am Sonntag genutzt, um den Leuten mal Hallo zu sagen und die haben mir dann eben auch nochmal aufgetragen, sie zu bitten, sich mit denen in Verbindung zu setzen. Sie haben noch andere Forderungen, unter anderem Moratorium. Ich nehme an, dass sie sich dazu nicht jetzt hier hinreißen lassen werden, aber trotzdem die Frage natürlich, wie haben sie vor, sich mit dieser Gruppe auseinanderzusetzen, sie denen mal einen Besuch abstatten oder sich mal mit denen treffen. Und natürlich auch die Anschlussfrage, wie Sie als Stadtentwicklungssenator dann mit solchen Aktionen umgehen wollen und wie Sie versuchen werden, dort eben auch die Leute einzubinden beziehungsweise mit denen dann ins Gespräch zu kommen. Und die zweite lokale Frage, Sie sind ja für vieles schon bekannt, unter anderem ja auch für Ihre Weltreisen, unter anderem nach Korea, um den Lichtenberger Bürgerhaushalt vorzustellen, was ich als Bewohner Lichtenbergs auch ganz gut finde. Ist ja auch ein Thema, was uns umtreibt. Das ist jetzt nicht unbedingt das Kernressort des Stadtentwicklungs- und Verkehrssenators, aber trotzdem wäre eine Überlegung, nehmen Sie das Thema denn mit auf die Landesebene? Weil da gibt es etwas Äquivalentes ja nicht. Da gibt es dann in verschiedenen Kapiteln, in verschiedenen Bereichen des Haushalts, dann mal hier oder mal dort ein bisschen Beteiligung oder mal ein bisschen weniger oder mal einen Topf für bestimmte Gruppen wie Migranten-Selbstorganisationen, aber so einen richtigen Bürgerhaushalt mit einer fixen Summe, vielleicht 1-2% oder so, ne, so eine Zahl genannt, gibt es ja noch nicht. Ist das was Sie überlegen oder vielleicht auch als Idee außerhalb Ihres eigenen Ressorts mal in den Senat einzubringen? Zwei konkrete Fragen, bitteschön. Ich muss mal, sonst vergesse ich das. Also ich würde kurz noch sagen, ich sehe noch eine Wortmeldung, ist wahrscheinlich auch noch eine kurze Frage, dass wir das jetzt dann auch bald mal schließen. Ja? Also ich kenne das aus dem Untersuchungsausschuss ungefähr. Nach dieser Zeit würde ich dann mal so gucken, wie sich der Anzuhörende, der Zeuge verhält, ob er noch wach ist, ob man mal eine Pause machen sollte. Insofern, genau, also wir kommen dann langsam zum Schluss, aber bitteschön. Also zu der Frage Besetzung der Kleingartenkolonie. Mir war vorhin so, als sei diese Besetzung beendet worden, als hätte ich so eine solche Nachricht gehört, dass die Besetzung beendet worden ist. Wie gehe ich grundsätzlich mit solchen Dingen um? Den konkreten Einzelfall kenne ich im Moment noch nicht und solange ich nicht Senator bin, schaue ich dort auch nicht vorbei. Das wäre unangemessen. Ansonsten muss man gelassen und dialogbereit mit solchen Diskussionen umgehen. Ich habe vorhin mal eingeflochten, alles muss besser werden, aber nichts darf sich ändern, geht nicht in der Stadt. Und natürlich gibt es immer Partikularinteressen, die absolut berechtigt sind. Sie haben mal wieder ein Beispiel aus meinem Bezirk in Hohenschönhausen, außerhalb des S-Bahn-Rings, das Mühlengrund-Center stehen. Daneben steht das Linden-Center, das riesig groß und erfolgreich ist und dem Mühlengrund-Center das Wasser abgegraben hat. Und jetzt ist das Mühlengrund-Center seit 15 Jahren eine Ruine. Und 15 Jahre sagen die Anwohner, oh, da muss endlich mal was passieren, da soll sich was ändern. Dann haben mehrere Verkäufe stattgefunden und jetzt hat sich ein neuer Käufer gefunden, der sagt, er baut dort Wohnungen. Und die reißt die Ruine ab und möchte dort Wohnungen hinbauen in 8 Geschossen. Und ringsherum stehen Hochhäuser und die Menschen schauen aus ihren 11 Geschossern raus und sagen, 8 Geschosse sind uns zu hoch. Sollen sie auch woanders bauen? Job ist schwer. Woanders bauen, nicht bei uns. Das wird nicht funktionieren. Und Partikularinteressen sind ernst zu nehmen. Der Dialog ist zu suchen, aber irgendwann muss auch eine Entscheidung getroffen werden. Und wir können natürlich uns zurücklehnen und sagen, die Bürgerbeteiligung kommt über uns und führt überall dazu, dass wir keine Dinge bewegen.
und dann bleibt alles so schön wie bisher. Nee, bleibt es nicht. Die Menschen kommen zu uns, die Stadt verändert sich. Und wenn sie die Stadt gestalten wollen, sozialen Ausgleich gestalten wollen, dann geht das nur, indem sie was tun und was entscheiden. Sozialer Ausgleich muss organisiert werden. Und so muss auch Neubau organisiert werden. Deswegen hat es mich eingangs getroffen, dass Sie gesagt haben, gegen den Willen der Anwohner. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. In einer ernsthaften Diskussion mit den Anwohnern und Anwohnern muss das gemacht werden. Bloß wir können nicht an jeder Stadt, jede liebgewonnene Brache behalten und gleichzeitig sagen, wir wollen aber bezahlbaren Wohnraum haben. Das wird nicht funktionieren. Und das, man kann auch nicht jeden Konflikt wegmoderieren. Ne? Also die Vorstellung, wir reden nur lange genug miteinander und dann einigen wir uns. Nein, irgendwann wird auch mal in der Demokratie eine Entscheidung zu treffen sein. Die muss dann verantwortet werden, aber Entscheidungen gehören mit dazu. Der Bürgerhaushalt. Warum haben wir den Bürgerhaushalt überhaupt begonnen? Die Idee war, die Wahlbeteiligung sinkt dramatisch und der Anteil von Rechtsextremisten steigt. Und im relativen Anteil steigt er sogar noch mehr, je weniger Demokraten zur Wahl gehen. Also was machen wir, was können wir unternehmen, Menschen an der Demokratie stärker zu beteiligen, also die Beteiligungsform auszubauen. Und zwar nicht nur über ein einzelnes Bauvorhaben, sondern zu sagen, wir diskutieren die gesamte Bandbreite des Bezirkshaushaltes, einschließlich der Investitionen, alles, über das die Bezirksverordneten entscheiden können, lassen wir die Menschen mitdiskutieren und lassen uns auf einen ernsthaften Dialog einschließen, einen Vertrag mit der Bürgerschaft. Wir werden nicht jeden Vorschlag umsetzen können, weil das Geld fehlt oder bestimmte Dinge dagegen sprechen. Aber wir beschäftigen uns mit jedem einzelnen Vorschlag ernsthaft und legen auch darüber Rechenschaft ab. Das ist die Idee, die dahinter stand oder die nach wie vor dahinter steht. Und für die Menschen, die sich daran beteiligen, und das sind jetzt im Bezirk Lichtenberg etwa 11.000, also wir hatten mal die Vorstellung, 260.000 Einwohner wäre super, wenn sich alle 200.000 Wahlberechtigte beteiligen, geht aber nicht auf. Ich bin mit der jetzigen Beteiligung schon ganz zufrieden, weil es schon eine Herausforderung ist, sich an einer Haushaltsdiskussion zu beteiligen. Die Menschen, die sich daran beteiligen, haben auch Erkenntnisse. Beispielsweise der Mensch, der Mann, der sagt, die Straße vor meiner Haustür muss endlich gemacht werden. Und wir sagen ihm, aber übrigens 2,5 Kilometer entfernt steht eine Grundschule, die muss erst saniert werden. Und bevor wir das Geld für die Straße zur Verfügung stellen, muss erstmal die Grundschule gemacht werden. Da sagt der, aha, das habe ich nicht gewusst. Deshalb muss eine entsprechende Entscheidung getroffen werden, sehe ich ein. Es ist also nicht so, dass eine Haushaltsdiskussion immer dazu führt, dass es Gewinner und Verlierer gibt, sondern eben auch ein Erkenntnisprozess ist damit verbunden. Und das umzusetzen, das halte ich für richtig. Aber die Erfahrung aus einem Bürgerhaushalt mit einem Bezirk mit 260.000 Einwohnern ist eben auch, dass die Ursprungsdebatte, die bei Bürgerhaushalten mal begonnen hat, in Porto Alegre, in Brasilien, aber dann jetzt vor allen Dingen in Deutschland im Ruhrgebiet geführt worden ist, nach dem Motto in kleineren Städten oder Gemeinden, wir verzichten jetzt auf die Sanierung der Sporthalle und schaffen uns erstmal ein Feuerwehrauto an und alle reden und man kann das vermitteln, schon in einem solchen Bezirk wie Lichtenberg mit 260.000 Einwohnern nicht funktioniert, weil der Überblick über den Gesamtbezirk eben so nicht vorhanden ist. Und das wäre jetzt für Berlin noch eine ganz andere Diskussion. Was wir nicht wollen, ausdrücklich nicht gewollt haben, ist eine Summe Geld zur Verfügung zu stellen, nach dem Motto, damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Und so als Spielgeld und wir lassen euch von allen Problemen frei. Die Herausforderung eines Bürgerhaushaltes ist es ja, die Menschen auch mitzunehmen in der Frage, wo kommt das Geld her, das wir an anderer Stelle für was Sinnvolles einsetzen wollen. Und deshalb, wenn man mit Bürgern diskutiert, dann auch in voller Ernsthaftigkeit und nicht bloß, indem man eine Summe Spielgeld zur Verfügung stellt für die Lieblingsprojekte. So, und das auf einem Landeshaushalt zu machen, das halte ich für schwierig. Aber Menschen an Entscheidungen zu beteiligen, über öffentliches Geld öffentlich zu reden oder über Bauvorhaben öffentlich zu reden, Bürgerbeteiligung ernst zu nehmen, den Anspruch haben wir mit dem Bürgerhaushalt. Und wir erleben jetzt inzwischen schon, dass der Bürgerhaushalt an vielen Stellen einfach auch ein Meldesystem geworden ist für andere Dinge, die nicht in Ordnung sind. Also kaputte Laterne wird dort mal gemeldet oder dort sollte mal eine Bank aufgestellt werden und Ähnliches. Fast wie das Merkersystem, das Sie vielleicht kennen. Und sich diese Bürgerhaushaltsdiskussion zu einem wirklichen Bürgerbeteiligungsinstrument entwickelt. Letzter Satz. Das, was wir erreichen wollten,
nämlich mehr Menschen an der Demokratie zu beteiligen, haben wir aber damit nicht geschafft. Wir haben den Menschen, die sich an Demokratie beteiligen, mehr Wege verschafft, sich zu beteiligen. Also sie begegnen mir jetzt nicht nur an Bürgerveranstaltungen, sondern auch im Internet, im Bürgerhaushalt. Aber die Menschen, die sich bisher noch nicht an Demokratie beteiligt haben, haben wir auch damit nur unzureichend einbinden können. Und deshalb war das ein weiterer Weg. Und ich sage nach wie vor, ich bin dort ein Suchender und für Ideen natürlich offen. Und das mit den Reisen, das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Ja, ich war in Korea, aber ich habe das mit der Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht und nicht mit Geldern des Bezirkes Lichtenberg. Das war, aber wenn Sie das auch noch so mal klar machen, also das ist ja auch Ihnen überlassen. Ansonsten kann ich auch noch mal. Aber trotzdem finde ich es wichtig, solche Diskussionen zu führen. Letzte Woche war. Entschuldigung, naja. Ja. Okay, dann lasse ich es sein. Ich wollte bloß sagen, ich bin noch nicht müde. Ich merke, Sie sind noch nicht müde. Dennoch wollte ich Sie jetzt an der Stelle unterbrechen. Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Ansonsten auch bei Bürgerbeteiligung. Manchmal hilft nicht immer viel, sondern vielleicht geht es auch um qualitativ gute Vorschläge, die man dann moderiert. Herr Klaus Brunner, jawohl, bitteschön. Letzte Frage. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Wohnungsbauproblematik wurde jetzt bisher immer nur Neubau beredet. Wie ist es denn mit dem Bestand und wie ist es mit Wohnraum, der nicht entsprechend genutzt wird? Wie ist es mit generell umbauten Raum, den man vielleicht für Wohnungen nutzen kann, der jetzt als anderer Leerstand unterwegs ist? Und dann gibt es ja auch zu dem Bereich Sicherheit, was auch noch nicht gekommen ist. Es gibt Gated Communities, auch hier in Berlin, umzäunte Areale, die nur für die Bewohner dieser zugänglich sind, wie stehen Sie dazu? Und sagt, um Ihnen noch mitzuteilen, CityTax, CityMod, umlagefinanzierter öffentlicher Nahverkehr, um mal drei Punkte zu nennen, wo man Geld reinkriegt, um was damit zu finanzieren, weil Sparen, stellen wir langsam fest, ist, glaube ich, inzwischen endlich, was das Volumen angeht in dieser Stadt. Also Wohnungsbau, Gated Community und die Hinweise, wo man Geld herkriegt. Bitte schön. Über die Zweckentfremdungsverbotsverordnung muss ich nicht sprechen, die kennen Sie, die muss jetzt entsprechend umgesetzt werden. Da gibt es verschiedene Dringlichkeiten, je nach den Lagen der Stadt und wie viele Wohnungen dort zweckentfremdet werden. Aber ich bin schon der Auffassung, dass wir das konsequent verfolgen und konsequent umsetzen müssen, um auf diese Art und Weise Wohnraum zu gewinnen. Ich bin dagegen, Wohnraum in Gewerbegebieten zu genehmigen. Das ist eine Diskussion, die wir immer mal haben, dass inmitten von Gewerbegebieten aus der Zeiten der Gründerjahre noch alte Gebäude stehen, die könnte man doch in Wohnen umwandeln. Ich glaube, dass man für gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse sorgen muss und dass das in Gewerbegebieten nicht möglich ist. Ganz davon abgesehen, dass wir auch Gewerbegebiete in der Stadt für Gewerbe sichern müssen, weil auch irgendwo auch gearbeitet werden muss, nicht nur gewohnt werden kann. Aber die Häuser, die wir für Wohnungen zur Verfügung stehen, leerstehende Wohnhäuser, umzuwandeln in aktiven Wohnraum, das finde ich richtig. Das machen die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften schon in beträchtlichen Größenordnungen. Häuser, die leer standen, aufzukaufen bzw. zu übernehmen und in Wohnraum umzuwandeln. Ist absolut sinnvoll, das als Strategie neben dem Neubau zu verfolgen. Gated Communities finden nicht meine Unterstützung. Halte ich im sozialen Gefüge der Stadt nicht für sinnvoll. Ist im Übrigen auch überhaupt nicht mein Thema. Es geht um bezahlbaren Wohnraum. Und da, wo teurerer Wohnraum in der Stadt genehmigungsfähig ist und das jemand finanziert, werde ich mich nicht in den Weg stellen. Aber so diese Diskussion, oh, da gibt es Wohnraum, der kostet hier nur 8.000 Euro pro Quadratmeter. In Singapur müsste ich 20.000 dafür zahlen, also kaufe ich es mal. Schön, wenn man solche Abwägungen treffen kann, aber das ist nicht mein politischer Schwerpunkt. Also sowas würde ich jetzt nicht vorantreiben. Ich kann es nicht an jeder Stelle verhindern, das muss man schon sagen, aber das ist nicht, überhaupt nicht mein Thema. Und was die Frage zusätzlicher Einnahmen betrifft, da muss man über die zusätzlichen Einnahmen reden und wer sie dann letztendlich bezahlt.
Ob man die dann zweckgebunden einsetzt oder nicht einsetzt, ist eine Diskussion, die die Haushaltspolitiker untereinander führen müssen. Ich schaue mal jetzt auf die Parkraumbewirtschaftung in der Stadt und die Wirtschaftlichkeit der Parkraumbewirtschaftung in der Stadt und welche Effekte das erzielt hat. Da gibt es durchaus Gebiete in der Stadt, da ist die Parkraumbewirtschaftung nicht so sinnvoll oder jedenfalls wirtschaftlich nicht so sinnvoll. Auch sonst nicht. Also. Ich sage jetzt einmal, hier ist die Frage gestellt worden nach dem Geld. Und da sage ich Ihnen, man muss sich auch anschauen, welche Steuern, Gebühren und Ähnliches man erhebt und ob das dann auch den entsprechenden wirtschaftlichen Nutzen bringt, den man sich damit versprochen hat. Und was die Parkraumbewirtschaftung betrifft, ich bin kein übertrieben großer Freund der Parkraumbewirtschaftung. Ich glaube, dass wir in der Innenstadt um Parkraumbewirtschaftung nicht herumkommen, weil nicht jeder durch die Innenstadt fahren kann. Die Diskussion, Herr Baum, hatten wir vorhin. Und dass das auch dazu gehört, dann zu sagen, also wenn ihr die Innenstadt benutzt, dann kostet das auch Geld oder nehmt den öffentlichen Personennahverkehr. Das geht dann besser. Also wir werden nicht drum herum kommen, aber ich bin absolut kein Freund. Und was die Wirtschaftlichkeit betrifft, ist es auch so, dass es sich nicht an allen Stellen trägt. Deswegen bin ich dort vorsichtig und auch da dafür, jede einzelne Situation einzeln und individuell zu untersuchen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dann beenden wir die Runde soweit. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen fürs Kommen. Das war jetzt deutlich mehr als eine halbe Stunde. Auch dafür bedanke ich mich. Es war sicherlich auch nicht für Sie auch durchaus fruchtbar, nehme ich an, mal so zu hören, was die Opposition hier so an Sie heranträgt. Ich freue mich darauf, dann mit Ihnen weiter arbeiten zu können. Ich denke, den Fachpolitikern geht das genauso. Und dann gucken wir mal, dass wir gerade die Fragen der Bürgerbeteiligung noch mal ein bisschen ausdiskutieren. Wer sucht, der findet. Bei uns finden Sie sicherlich auch ein paar Hinweise und Erfahrungen, was das angeht. Ich danke Ihnen ganz herzlich und freue mich auf einen kritischen und konstruktiven Dialog in den nächsten Jahren. Danke. Vielen Dank.